So, grüß Gott miteinander. Vielen Dank fürs Kommen. Das Wort hat der Herr Weber. Ja, willkommen nochmal von meiner Seite. Ich möchte Sie informieren über die Gespräche, die wir jetzt in der EVP-Fraktion mit Bundeskanzler Sebastian Kurz geführt haben. Im Mittelpunkt stand zunächst der Alltag. Wir sind Gesetzgeber im Europäischen Parlament und da sind wir zum Ergebnis gekommen, dass sich für den Herbst noch zwei wesentliche Themen auftun. Wir wollen bei der MFF-Diskussion vorankommen und bei der Migrationsfrage. Zwei wichtige Themen. Können wir ein bisschen für Ruhe sorgen hinten? Hallo? Psst. Psst. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben zunächst über den Alltag, wie gesagt, der Arbeit in Europa gesprochen, weil wir als EVP zunächst auch vor den Wahlen den Menschen sagen wollen, wir liefern, wir haben Ergebnisse erzielt. Und da gibt es, wie gesagt, den Schwerpunkt der Haushaltsplanung und die Diskussion um die Migration, bei der wir geeint vorangehen wollen und gute Ergebnisse erzielen wollen. Und im Mittelpunkt stand, wie schon angesprochen, die Frage Fairness auf diesem Kontinent, die uns umtreibt, weil Menschen sich zurückgelassen fühlen, nicht mitgenommen fühlen in der digitalen Welt, in der globalisierten Welt. Und die Menschen sollen wissen, dass jeder zählt, jeder wichtig ist. Und da sind uns Themen wichtig, wie die Fragestellung, dass wir in dieser Europäischen Union dafür sorgen müssen, dass in der digitalen Welt es zu keiner Spaltung der Gesellschaft kommt, zwischen Land und Stadt, zwischen der Frage alt und jung, dass alle mitgenommen werden in dieser neuen Welt. Und wir müssen das Sozialmodell Europas neu stärken. Ich möchte Ihnen dafür ein Beispiel nennen. Die Wirtschaft ist europäisch vernetzt. Und wir glauben auch, dass die Arbeitnehmervertretungen, die Gewerkschaften gestärkt werden müssen auf europäischer Ebene, um sie zu vernetzen. Themen, die uns umtreiben, Fairness in Europa ist für uns ein wichtiges Leitmotiv, für das wir als Fraktion in den anstehenden Herausforderungen dann auch stehen. Ich freue mich, dass wir heute eine spannende Diskussion gehabt haben. Und es geht da vorne, Tonausfall. Wir haben Tonausfall. Geht's jetzt wieder? Jetzt, glaube ich, ist der Ton wieder da. So. Das ist das eine. Und das zweite, was mir wichtig ist, wir haben über die Art und Weise von Politik gesprochen, eine neue Art zu finden, Politik durchzuführen. Und da steht für uns Brücken bauen im Mittelpunkt auf diesem Kontinent. Wir müssen den Kontinent zusammenführen. Nur geeint sind wir stark in einer globalisierten Welt. Und das zweite, wir müssen die Menschen mit Brüssel verbinden. Wir müssen Demokratie praktizieren, Europa den Menschen zurückgeben. Eine der großen Aufgaben, die wir als Fraktion für uns ernst nehmen. Das waren die Diskussionspunkte, die wir aufgegriffen haben. Und ich würde dich bitten, Sebastian, noch ein paar Gedanken zu ergänzen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich brauche nur für wenige Sekunden den Ton, weil ich möchte auf die wichtigste Botschaft fokussieren. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass du dich bereit erklärt hast, für die Europäische Volkspartei als Spitzenkandidat anzutreten. Ich halte das für gut, richtig und wichtig und unterstütze selbstverständlich hier diese Überlegung. Ich freue mich sehr, dass die Europäische Volkspartei in der Fraktion von dir stets stark geführt wurde, dass die Europäische Volkspartei die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament ist und das soll sie auch in Zukunft bleiben. Ich danke dir für die gute Zusammenarbeit, die wir stets hatten. Als ich vor einem Jahr kandidiert habe und in der Stadthalle unser Wahlkampfauftakt stattgefunden hat, war Manfred Weber zu Gast seitens der Europäischen Volkspartei und hat uns unterstützt. Wir freuen uns auf einen guten, fairen Wahlkampf und ich hoffe sehr, dass wir erfolgreich durchs Ziel gehen werden und unsere Unterstützung kann ich dir zusichern. Der Bundeskanzler ist etwas unter Zeitdruck, sodass wir leider nur eine Frage nehmen können. Daniel Köster hat das Mikrofon. Ich habe Tom Mayer gesehen. Thomas Mayer vom Standard. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass hier der Wahlkampf eröffnet worden ist mit dem Slogan Jeder ist wichtig. Die soziale Dimension genauso wie die Vertiefung der Europäischen Union scheint die Hauptstoßrichtung zu sein der Europäischen Volkspartei. Meine Frage an Bundeskanzler Kurz zunächst, wie sicher ist es, dass der Spitzenkandidat Manfred Weber dann auch zum Kommissionspräsidenten gewählt wird? Sind Sie der Meinung, dass der die Wahl gewinnt, dann auch tatsächlich von den Regierungschefs vorgeschlagen werden soll? Und als Zusatzfrage, kann es sein, dass wir heute, Ottmar Karas eingeschlossen, schon sozusagen das Spitzenteam im deutschsprachigen Raum gesehen haben, was den Wahlkampf im nächsten Frühjahr betrifft? Dankeschön.
Also nachdem es an mich gerichtet war, darf ich vielleicht beantworten oder zumindest beginnen. Zunächst einmal zur Frage des Spitzenteams. Ich habe Ihnen immer gesagt, wir sind derzeit Ratsvorsitz und wir werden daher den Wahlkampf definitiv erst im nächsten Jahr starten. Wir wollen ein ordentlicher Ratsvorsitz sein, wir wollen Honest Broker sein und da gehört es dazu, über Parteigrenzen zusammenzuarbeiten und nicht sich im Wahlkampf zu verlieren. Es gibt natürlich Entscheidungen in der EVP zu treffen, die jetzt während unseres Ratsvorsitzes schon zu treffen sind. Da werden wir unseren Beitrag leisten, dass diese auch gut abgewickelt werden können. Aber der Wahlkampf selbst wird erst im nächsten Jahr starten. Aber Sie haben, glaube ich, heute auf jeden Fall wichtige Player der EVP hier erlebt. Zum einen den derzeitigen Fraktionsvorsitzenden und zum anderen unseren Delegationsleiter Ottmar Karas. Beide arbeiten ja seit ungefähr 14 Jahren, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auf europäischer Ebene auch gut zusammen. Ich möchte darüber hinaus ganz kurz auf das Modell der europäischen Spitzenkandidaten eingehen. Ja, ich halte es für richtig, dass es dieses Modell gibt. Wir brauchen eine europäische Ebene, die näher an der Bevölkerung ist. Wir brauchen mehr Verantwortlichkeit der europäischen Ebene gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Und das kann nur dadurch gelingen, dass es eine stärkere Verbundenheit gibt. Und eine stärkere Verbundenheit schafft man dadurch, dass die Menschen entscheiden können, dass sie demokratisch möglichst viel Mitsprache erhalten, nicht nur ein Parlament bestimmen können, sondern auch einen Kommissionspräsidenten zumindest indirekt wählen können. Und daher bin ich auch der Meinung, dass derjenige, der die Wahl gewinnt, Kommissionspräsident werden sollte. Und wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, ich halte Manfred Weber dafür äußerst geeignet. Danke ganz herzlich. Dankeschön. Ja, ich habe nichts mehr.